Ja, guten Tag, Herr Nagelschere. Hätten Sie kurz Zeit für ein Interview? Ja, sicher habe ich Zeit. Im Moment sind keine Füße da. Sie scheinen ja heute richtig prächtig in der Sonne und aus gutem Stahl sind Sie auch gemacht. Können Sie mir sagen, wie viele Nägel Sie bis jetzt geschnitten haben? Haben Sie da so eine Zahl im Kopf? Ja, das ist es eben. Ich fühle mich ein bisschen nutzlos. Ich habe wirklich besten Edelstahl. Ich konnte direkt, nachdem ich verkauft wurde, es gibt da so eine Art Sklavenmarkt bei Otto's Versandhandel, wurde ich ausprobiert. Ich konnte dann an einer Hand konnte ich dann doch vier Nägel schneiden. Seitdem frisst ich mein Dasein in einer Schublade bis heute, als mich jemand auf den Tisch gebracht hat. Ah, das ist aber schade, denn Sie gehören ja eigentlich heute zu den häufigst verwendeten Utensilien, die es in einem Haushalt gibt. Nun ja, also ich hoffe ja nicht, Sie wollen mir unterstellen, ich bin eine Nagelschere von schlechter Qualität. Ich bin aus bestem Edelstahl gefertigt und Sie sehen an meiner Größe, dass ich durchaus auch für Fußnägel, dicke Fußnägel gemacht bin, um reinzubeißen. Natürlich beißen wir immer mal wieder in Fußpilz rein, aber ihr Menschen geht ja auch in McDonald's essen und da beklagt sich ja niemand darüber. Und es ist ja durchaus so, dass gewisse, ich habe zum Beispiel einen Cousin in Marokko, der beißt sich von Nagel zu Nagel und der hat immer was zu essen, währenddem in meinem Fall ich einfach im Dunkeln verhungern muss. Und das liegt nicht an meiner Qualität, nein, das liegt einfach an diesem verdammten Überfluss, den die Menschheit hat. Sie kaufen ihre Sklaven und ihre Nagelscheren ein, produzieren sie, um dann in einer Schublade zu verstauben. Das ist überhaupt nicht ein Problem meiner Qualität. Das verbitte ich mich. Nein, also entschuldigen Sie bitte, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nur von einem Kollegen von Ihnen gehört, dass Sie eben zu lange verstaut sind. Und da habe ich mir gedacht, ja, wir hätten eine Lösung. Wir sind hier auf YouTube und Sie können ja Ihre E-Mail-Adresse oder so hinterlassen. Und dann machen wir das auf diesem Kanal und dann kann sich bei Ihnen jemand melden, oder? Also wenn Sie so eine gute Qualität sind, dann wären die auch froh darum. Ach ja, das wäre wunderbar, das wäre echt. Wissen Sie, ich war Jahre in einer Schublade. Ich konnte wirklich nur kurz nach meinem Verkauf vier, ich betone, einzelne vier Nägel, nicht mal eine ganze Hand, nicht mal fünf, geschweige denn zwei Hände oder so. Und auch nie irgendwie schwierige Arbeit, wofür ich gebaut wurde. Es wäre mir ein Vergnügen, mich durch die dicksten Nägel zu beißen. Also wenn Sie das für mich machen könnten, das wäre. Ich bin Ihnen dankbar fürs Leben. Ah, das freut mich aber sehr. Also machen wir noch eine Rundumaufnahme von Ihrem tollen Gebau. Also dieses prachtvolle Ding. Könnt ihr sehen, hat hier oben dieses Einbau da, verrenkbar in 360 Grad, wie ihr seht. Und unten dran seht ihr diese Feile, die ist auch sehr in einem sehr guten Scharnier hier verbaut und auch 360 Grad drehbar. Um ihre eigene Achse natürlich. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist nicht einfach so Billigmaterial, da ist nichts hängig oder so, alles stabil, alles klappt richtig gut. So, hier habt ihr es nochmal gesehen, ja, meldet euch bei uns, nicht schämen, Kommentare schreiben und ja, wollen Sie noch etwas sagen, Herr Nagelschere? Dann verabschiede ich mich hier. Ja, gerne möchte ich noch anfügen. Sie sehen, ich habe eine limitierte Bissweite, wo jetzt vielleicht jemand, der einen richtig dicken Nagelpilz hat, Angst davor hat, dass ich den nicht beißen kann. Ich habe da meine Technik. Ich knappere diagonal ab und komme also auch mit Nägeln, die weitaus dicker sind als meine Bissweite, komme ich zu Rang. Ich bin ausgebildet für all diese Transaktionen.
Und seien Sie auch beruhigt, es gibt bis jetzt noch keinen einzigen Fall auf der Erde, wo sich eine Nagelschere mit Fußpilz angesteckt haben hätte. Und seien Sie also ganz beruhigt über meine Sicherheit. Ich fress mich durch den dicksten Fußpilznagel durch mit Vergnügen.